stellt sich die große Frage, wie kriege ich denn mit, dass die richtig stehen? Mit der Haube da. Ich wollte sagen, wo ist denn die Statue? Aber ich habe sie gerade gesehen. She had to rotate that one until she'd hear the pigeon, and after that, she had to rotate it 11 times more. Okay, die sagen mir auch nicht, wenn es richtig steht. Schade eigentlich. Über Tab habe ich auch keine Informationen. Und hier ist wieder das Pigeon. One of the statues had to face against the wind. Gegen das, den Wind gucken. Ich gehe einfach mal zur Glocke und ich gucke, ob die vielleicht klingeln möchte. The bell would ring only if the four statues were looking at the right direction. Spuren oder ist das was gewachsen ist? Naja. Da. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Kurz, was hier ist. Ah ja, hier war ja nichts. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Ich würde ja sagen, du guckst Richtung Inn. Dass er hier wäre. Das heißt, ich kenne jetzt 12 Varianten, wie es sein kann. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. Then a cutie was lying. It seemed there was something down where she was lying at. Nafisi had to make the puppy move away to see what's there. Maybe it had something to do with the bell. Okay, ich komme auch nicht näher ran, ne? Das ist das nächste, was ich rankomme. Okay.
den Hund wegzubewegen, muss ich die Klingel klingeln lassen. Und um das hinzukriegen, muss ich die Rätsel lösen. So, keine Ahnung, der Feller geht da nicht hin. Die steht richtig und der Wind, das ist ein Kind. Ich würde ja gerne mit dem Wind gucken, ob das richtig ist. Das mit dem Pitchen habe ich, glaube ich, richtig gemacht, also mit den Tauben. Dann habe ich ja erstmal weitergedreht, nachdem ich das gehört habe von der Taube. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die Windstatue jetzt genau? Ich glaube, hier hinter. One of the statues had to face against the wind. Oh Gott. Der Wind pfeift nach dahin. One of the statues had to face against the wind. Ich würde sagen, die pfeift gegen den Wind. Guckt jetzt gegen den Wind. Habe ich sowas auch bei den anderen Sachen? Okay, ich muss also auch noch gucken, was so in der Gegend ist. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Feller sehe, der nicht zum Inn geht. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Soll es doch Spuren darstellen? Oder sehe ich es einfach nur nicht? That statue hated the fellow who was not going to the inn. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Okay, das sind nur Blätter. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Lass sie mal so stehen. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Und guck nochmal, ob ich das richtig sehe. Aber ich habe hier auch keinen Fellow irgendwie gesehen, oder? Also sie guckt einmal dahin. Da drüben hin. Thank you.
wo ich mir vorstellen könnte, dass da einer hingeht, statt in das Inn zu gehen. Und ich versuche es mit der Glocke nochmal. Bevor ich dann nochmal gucke, ob ich bei dem anderen Fellow was sehe. Wobei ich immer noch 4, 8, 12, 16 Möglichkeiten hätte jetzt, wie die Statuen richtig stehen. Und ich habe keine Übersicht mehr, welche ich jetzt schon verwendet habe. Oder welche Position ich schon gemacht habe. Ich will jetzt auch nicht die Statue drehen, die viermal drehen und immer wieder zur Glocke laufen. Das war richtig. Hey, großer Hund. Was geht? Gehen und verschwinden sind zwei Paar Schuhe. Weg ist er. Und hier ist ein Loch. She jumped down the hole. Okay. Into the water she dived. The silver caves made her even more curious. Kann aber auch nicht wieder runter, okay. Gut. Ja, gut, dass wir im Wasser gelandet sind und uns nicht irgendwas gebrochen haben. Wow. Die Höhle. Ein Orb. Komm her. Danke. Wow. Das ist schön. Ab ins Wasser. Da drüben ist noch ein Orb. Ach, ich habe schon wieder vergessen, welche oben waren. Stalagmiten oder Stalaktiten. Schön. Sieht auch gar nicht gefährlich aus. Schön ins Loch leere gelaufen. Ja, ich gehe wieder zurück. Aber schön. Jetzt komme ich hier nicht wieder zurück, oder was? Doch. Ja, herrlich. Schön frisch gebadet. Hier scheint das Licht durch die Decke. Und wir gehen hier schön durch den erleuchteten Gang mit den Kristallen. Sehr hübsch. Gefällt mir. Wieder viele Stalagmiten, Tieten, Kristalle. Oh, eine Figur. What was that thing? A spirit or an angel? Was ist das da? Ein Geist oder ein Engel? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass hier was zu sammeln ist. Nummer 8. Hallo.
As Nafisi touched the entity, it suddenly died. A mug of ale was waiting for her to take a sip. Ich hab dich nicht getötet. Hier wachsen ja Pflanzen. Dann ersetzt das hier wohl das Sonnenlicht, das was leuchtet. Was auch immer leuchtet. Okay, sorry, Dude. Dude. Wer auch immer das ist. Oh, ein Glas Ale. Und viel Beleuchtung hier. Okay, dann trinken wir doch noch einen Schluck auf den verstorbenen Geist. Yes, getting drunk was too easy for Nafisi. Ja, Tongush, das war jetzt überraschend. Das war Nafisi. Und scheinbar war ich nur betrunken. Na dann. Ja, war ein schönes Spiel, schön ausgesehen und ja, das war's schon. Danke für die Erfahrung. Ja, dann gehe ich doch gleich mal über in das nächste Spiel.